und herzlich willkommen zum Podcast Das deutsche Bildungssystem auf dem Prüfstand. Ich bin Verena. Die aktuelle PISA-Studie hat gezeigt, dass Deutschland weltweit nach wie vor auf Platz 16 verweilt. Eine minimale Verschlechterung zu 2012 ist allerdings sichtbar. Vor allem in Naturwissenschaften und Mathematik sind die Leistungen abgefallen. Die Lesekompetenz hingegen ist von 2009 ausgehend gestiegen. Auch wenn in Deutschland vergleichsweise überdurchschnittlich in der PISA-Studie 2015 abschneidet, da man auch gesellschaftliche und politische Hintergründe beachten muss, gibt es doch einige Probleme, welche uns am deutschen Schulsystem stören. Wir haben uns auf zwei von diesen konzentriert, um herauszufinden, was können wir von anderen Schulsystemen lernen, um den Unterricht und das Lernen an deutschen Schulen zu verbessern. Dafür haben wir mit verschiedenen Lehrkräften aus aller Welt gesprochen. Sie liegt in den Schulen in Deutschland nach einer Studie der OECD über dem internationalen Durchschnitt. In der Primarstufe sind im Schnitt 22 Kinder und in der Sekundarstufe 25. Um der Heterogenität in der Klasse gerecht zu werden, sind kleinere Klassen eindeutig von Vorteil, um auf die individuellen Bedürfnisse von jedem Schüler einzugehen. Doch was ist die Ursache für diese Zahlen? Personalmangel? Räumlichkeiten? Geld? Anne-Marie O'Brien aus Irland unterrichtet Englisch auf einer weiterführenden Schule in Dublin. Wir haben mit ihr gesprochen und sie hat uns gesagt, wie unser Problem aus irischer Sicht gelöst werden könnte. Okay, I think one thing that's positive, now it's not practiced in every school in the country as yet, but I'm hopeful it will become quite mainstream in the coming years, is the practice of team teaching. And that's something that's happening in my school, and I know it's being promoted in other schools in Dublin and outside Dublin. And that's where, you know, two teachers are assigned to work with the one class, not every day, but for certain periods a week. And that actually works really well, you know, and the students gain a lot more because they're getting more individual attention from the teachers. So that is a recent innovation in some Irish schools, including my own. And in my school, it's used in English and maths classes at junior cycle level. So the principal essentially is, you know, employing teachers to kind of double up in the one room. So that costs money, of course, to do that, to timetable two teachers for the one room a few times a week. But apparently it's working really well, and it ensures that more students are able to access the curriculum and get the attention they need. And there's different models of teaching that teachers can use. It does require a bit of planning behind the scenes, but it can be very worthwhile. So that's definitely one innovation that I think other schools outside Ireland could benefit from. Teamteaching ist bei uns zwar auch ein Begriff, aber dennoch lang noch keine Normalität in deutschen Klassenzimmern. Lehrer sind noch viel zu oft Einzelkämpfer und das muss nicht sein. Wie sieht es eigentlich mit der Schulfreude der Schüler in Deutschland aus? Gehen unsere Kinder gerne in die Schule? Die International Survey of Children's Wellbeing der britischen York-Universität und der Schweizer Jakobs-Stiftung hat versucht, das herauszufinden. Das Ergebnis? Nur 56% der deutschen Kinder haben teilweise oder voll und ganz zugestimmt, dass sie gerne in die Schule gehen. Die Studie macht dafür zum Beispiel die mangelnde Fairness der Lehrer oder das Gefühl der Schüler, nicht ernst genommen zu werden, verantwortlich. Im Vergleich dazu gehen ganze 81% der Kinder aller befragten Länder gerne in die Schule. Die Einstellung zur Schule der deutschen Kinder ist also ziemlich erschreckend. Denn wenn beinahe jedes zweite Kind bei uns nicht gerne in die Schule geht, läuft etwas falsch. Sarah Martha aus Neuseeland, Lehrerin für Mathematik und Naturwissenschaften, hat in Deutschland, England und Neuseeland unterrichtet. Auf unsere Frage, ob die Kinder in Neuseeland gerne in die Schule gehen, antwortet sie. Yeah, I think they do like going to school. Generally, yeah, we've definitely got a core of students who don't like going to school. Yes. And who don't succeed, but I think every country in the world you probably have the same issue.
I think your average student, does like going. Yeah. I don't know whether they want to go to school to learn, to be honest, but I think they want to go to school to hang out with friends and to be in that environment and to eat their lunch with their friends and stuff like that. I wouldn't say that it's necessarily a educational motivated reason to go. In Neuseeland ist das Ganztageskonzept also völlig normal. Interessant ist, wie dieses Konzept der Ganztagesschule mit der Schulfreude zusammenhängen kann. Yeah, I think you're all kind of there. Like a lot of schools in New Zealand are quite remote, so you have to catch the bus in with other students, and catch the bus in, and then you're there all day. And on your breaks and on your free sessions, you're all kind of hanging out together, and we have common rooms where students can kind of hang out and spend some downtime together. Or when you're older, you can get passes and you kind of go uptown to get some McDonald's or whatever you want to do and hang out. So I think students do like it in terms of that. And you form really close friendships and you get to know your teachers really well. And yeah, I don't think it's a real negative kind of experience. There is a group of students, obviously, who dislike it and hate the entire experience. Meine Familie ist aus Tansania. Er hat dort 3 Jahre an einer staatlichen Sekundarschule unterrichtet. Wie sieht es denn bei den Kindern aus Tansania aus? Gehen sie gerne in die Schule? In towns, I would say majority do like going to school, in the sense of that they know they have to learn to be able to become successful. And majority, you know, we're in this level of competition. Tansania is very big. Who's the first in class, who's the first in school, and this kind of stuff. So people will like going to school because they know that this is the only place they could learn and actually get good grades. Also kann man sagen, Bildung ist für unsere Kinder selbstverständlich und deshalb wird sie oft nicht geschätzt. Laut UNESCO können 1/3 der Schüler in Krisenregionen die Schule nicht besuchen. Unseren Kindern muss bewusst gemacht werden, dass Bildung nicht überall selbstverständlich ist. Das ist nicht nur Aufgabe der Lehrer, sondern der ganzen Gesellschaft. Wenn die Schule Aktivitäten anbietet, welche den Interessen der Kinder entspricht, kann das zur Identifikation der Schüler mit der Schule beitragen. Die Schule muss ein Ort sein, an dem sich die Kinder wohlfühlen. Mit Sicherheit kann das immer mehr kommende Konzept der Ganztagesschulen auch bei uns die Motivation und Schulfreude der Kinder positiv beeinflussen, da die Kinder hier eine große Bandbreite an Freizeitangeboten nutzen können und professionell betreut werden. Das ist gerade dort so wichtig, wo Kinder diese Möglichkeiten zu Hause nicht bekommen. Das deutsche Schulsystem ist aber nicht nur schlecht. Eine ziemlich gute Sache ist das gemeinsame Unterrichten von Mädchen und Jungen, genannt Koedukation. Bei uns kam die Koedukation mit den gesellschaftlichen Umbrüchen der 60er und 70er Jahre. Davor wurden hauptsächlich die Jungen beschult. Die Rolle der Mädchen bzw. der Frau in der Gesellschaft war eine andere. Sie sollten für die Aufgabe der Ehefrau und Mutter ausgebildet werden, um für den Haushalt zu sorgen, wenn möglich außerhalb der Schule. Um das Jahr 1968 trat der koedukative Unterricht seinen Siegeszug an und wurde zum Normalfall. Heute gibt es noch knapp 130 reine Mädchenschulen in Deutschland und nur 5 reine Jungenschulen. Die meisten sind in kirchlicher Trägerschaft. Der gemeinsame Unterricht erhöht die Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern. Deutschland achtet durch nationale Girls Days und inzwischen auch Boys Days darauf, dass sowohl Mädchen als auch Jungen alle Türen offen stehen. Wie wir am Beispiel Irland sehen können, ist das nicht selbstverständlich. So the primary and second level schools in Ireland can be single sex, all girls or all boys, and they can also be co-educational. And the single sex model is very popular in Ireland, unlike other European countries. And certainly a lot of parents prefer that type of school compared to the co-educational type of school I'm in. Also, was können wir von anderen Schulsystemen lernen, um den Unterricht und das Lernen an unseren Schulen zu verbessern? Das Bildungssystem in Deutschland hat natürlich viele gute Seiten, jedoch gibt es einige Aspekte, in denen man es durchaus noch verbessern kann. Es wäre schade, wenn das nicht passieren würde, denn das wichtigste Gut einer Gesellschaft ist die Bildung ihrer Kinder. Ich hoffe, wir konnten euch mit unserem Podcast ein bisschen zum Nachdenken anregen, damit Schule immer ein Ort bleibt, an dem Kinder gerne lernen.
bei der Realisierung von diesem Podcast haben mitgewirkt. Kerstin Schadner, Hatice Eraslan, Janina Heindl und Verena Baunach.